Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler vom vergangenen September hat ja nun einiges durcheinandergewirbelt. Der Union ist der Koalitionsliebling abhanden gekommen. Die FDP ist jetzt so frei, wie es tatsächlich auch ihr Name verspricht. Und von den übrigen Koalitionsvarianten musste es dann doch offensichtlich eine riesige Zweckgemeinschaft von Union und Sozialdemokraten werden. Die Opposition dagegen muss nunmehr mit weniger Abgeordneten deutlich mehr leisten. Ehrlich gesagt hatte ich mir die Steigerung politischer Effizienz immer anders vorgestellt, aber daran arbeiten wir. Alle gemeinsam stehen wir aber jetzt vor dem Problem, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur das Recht auf gutes Regieren haben, sondern eben auch das Recht auf gutes Opponieren. Und genau dafür müssen wir hier die Voraussetzungen schaffen. Union und SPD als regierungstragende Fraktionen haben mit 2/3 Mehrheit quantitativ beste Voraussetzungen, ihre politischen Projekte durchzusetzen. Die Oppositionsfraktionen dagegen bringen beste qualitative Voraussetzungen mit, um entsprechende des Verfassungsauftrages die Regierung zu kontrollieren und alternative Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Was uns nun wieder fehlt, ist Quantität. Aber wir sprachen bereits davon. Um nun unsere klugen Inhalte wirkungsvoll einbringen zu können, benötigen wir auch umfassend die Rechte einer parlamentarischen Opposition. Und diese Rechte, das wissen wir alle, sind nun mal an Quoren gebunden. Wir müssen zur Ausübung dieser Rechte mal über 1/3 der Abgeordneten des Bundestages verfügen, mal über 1/4. Aktuell besteht die Opposition aber eben nur aus 1/5 der Abgeordneten. Das, meine Damen und Herren, ist allemal ein verfassungsrechtlich bedenklicher Zustand. Grundbaustein der parlamentarischen Demokratie ist aber eben auch die Opposition. Und das Bundesverfassungsgericht beispielsweise hat in seiner Rechtsprechung der Opposition immer eine herausgehobene Stellung zugedacht. Ja, man spricht unter Juristen eben auch von einer Chancengleichheit zwischen oppositions- und regierungstragenden Fraktionen. Aktuell kann sich aber die Opposition nicht chancengleich am Willensbildungsprozess des Parlaments beteiligen. Welche Rechte beispielsweise können wir derzeit nicht nutzen? Beispielsweise eben die Einberufung des Bundestages, Einsetzung von Enquetekommissionen und Untersuchungsausschüssen, die Durchsetzung von öffentlichen Anhörungen und schließlich auch keine Normenkontrollklage führen. Nur zur Erklärung für jene, die jetzt nicht Juristen sind, eine Normenkontrollklage dient dazu, dass das Bundesverfassungsgericht Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft, ob sie also verfassungsrechtlich unbedenklich sind. Grundsätzlich sind wir uns ja hier in vielem einig. Das zeigt sowohl der vom Bundestagspräsidenten vorgelegte Lösungsvorschlag, aber das zeigt auch durchaus der Lösungsvorschlag von Seiten der Koalition. Wie wir aber die Minderheitenrechte regeln, wie das sozusagen verlässlich geschehen kann, darüber gehen unsere Meinungen noch auseinander. Meine Damen und Herren, ein Teil der Oppositionsrechte werden in der Geschäftsordnung des Bundestages geregelt. Okay, das betrifft ausschließlich uns selbst, also das Parlament. Wir brauchen also nur die Geschäftsordnung zu ändern, wie auch von der Koalition vorgeschlagen. Und das ist unkompliziert, und da sind Sie uns ja auch schon ein Stück entgegengekommen. Ein anderer Teil der Oppositionsrechte findet sich aber in verschiedenen Gesetzen wieder. Davon sind dann eben nicht nur die Abgeordneten betroffen, sondern eben auch andere Institutionen und andere Menschen, also Dritte, wenn man so will. Deshalb müssen dort die Minderheitenrechte eben auch geregelt werden, und zwar direkt in den Gesetzen, anders als es die Koalition will, in einem Antrag bzw. innerhalb der Geschäftsordnung. Wir sind der Bundestag, wir sind Gesetzgebungsorgan. Was hindert uns daran, diese Gesetze zu ändern? Das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel das Untersuchungsausschussgesetz. Darin werden Opposition beispielsweise unter anderem Rechte auf öffentliche Anhörung und Zeugenbefragung zugedacht, aber eben nur, wenn dem 1/4 der Ausschussmitglieder zustimmt.
Hier brauchen wir dringend und schnell eine Lösung, denn aktuell liegen Anträge zur Einsetzung des NSE-Untersuchungsausschusses vor. Also müssen wir auch hier dafür sorgen, dass die entsprechenden Oppositionsrechte geklärt werden, insbesondere bei Redezeiten und Zeugenanhörungen. Ansonsten, wenn wir das nicht klären, droht dieser Ausschuss durchaus auch, bestimmte Fragen nicht aufzuklären, seiner Kontrollverantwortung nicht gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, um nun Vorbehalte abzubauen und die Kollegen und Kolleginnen von Union und SPD vielleicht doch die Zustimmung zu erleichtern, haben wir gemeinsam mit den Grünen einen Kompromiss vorgeschlagen. Und der Kompromiss besteht darin, dass wir sagen, zwei Fraktionen, die die Regierung nicht tragen, können gemeinsam, wohlgemerkt gemeinsam, ihre Minderheitenrechte geltend machen. Das heißt, wir müssen uns immer einigen. Und diese Regelung soll nur in der Geschäftsordnung geregelt werden für diese Legislaturperiode, genauso wie in den einzelnen Gesetzen nur für diese Legislatur. Um uns allerdings jetzt als Opposition nicht widerstandslos ihrer Zweidrittelmehrheit auszusetzen, das liegt ja wohl auf der Hand, schlagen wir zugleich für die Opposition ein Widerspruchsrecht vor. Wir wollen es sozusagen GroKo festmachen. Hier ist, glaube ich, an dieser Stelle durchaus mal angebracht, an die erste Rede des Bundestagspräsidenten hier im Haus zu erinnern. Ich zitiere aus dieser Rede: Die Kultur einer parlamentarischen Demokratie kommt weniger darin zum Ausdruck, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern darin, dass Minderheiten eigene Rechtsansprüche haben, die weder der Billigung noch der Genehmigung durch die jeweilige Mehrheit unterliegen. Der Präsident hat das schöner vorgelesen, aber ich finde, das ist sehr treffend gesagt. In diesem Zusammenhang, genau in diesem Zusammenhang, nehmen Sie bitte unseren Vorschlag auf das Widerspruchsrecht. Und schließlich will ich auch etwas zur härtesten Nuss dieses Problemkreises sagen, nämlich zur Normenkontrollklage. Laut Grundgesetz wird ja derzeit ein Viertel der Mitglieder des Bundestages benötigt. Nun sagen Juristen, was ja nicht so ganz selten passiert, auf der einen Seite, da muss man das Grundgesetz ändern. Und auf der anderen Seite sagen einige Verfassungsjuristen aber auch, nee, muss man nicht, man kann das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändern. Ich will jetzt an dieser Stelle den Dissens gar nicht weiter erklären und ausbauen, das können wir alles im Geschäftsordnungsausschuss diskutieren. Aber wir als Oppositionsfraktion haben uns in unserem Kompromiss zunächst einmal der Position angeschlossen, dass es reicht, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu ändern. Meine Damen und Herren, die Überprüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfassungsgericht bezeichnen ja auch manche Verfassungsjuristen als das Königsrecht der Opposition. Und gelingt es uns jetzt nicht, diesen Minderheitsschutz zu schaffen, besteht folgendes Problem, dass nämlich eine ganze Reihe von Gesetzen, die wir hier verabschieden, der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht definitiv entzogen sind. Und das passiert deshalb, weil die Mitglieder der regierungstragenden Fraktionen, wenn sie denn dann schon mal ein Gesetz voller Überzeugung verabschiedet haben, wohl kaum als nächstes beim Bundesverfassungsgericht eine Normenkontrollklage einreichen. Und das Gleiche gilt natürlich im übertragenen Sinne auch für die Landesregierung, weil an allen Landesregierungen jeweils ein Partner dieser großen Koalition beteiligt ist. Fazit, meine Damen und Herren. Der Bundestag, seine Fraktionen und eben auch durchaus die Mutterparteien haben den Willen von Wählerinnen und Wählern so umzusetzen, dass das Grundgesetz in seinem Kern an dieser Stelle nicht ausgehöhlt wird. Wir haben das Wirken des Bundestages demokratisch und verfassungsrechtlich auf unbedenklichem Wege zu sichern. Lassen Sie uns also bitte in diesem Sinne eine Lösung diskutieren und auch eine Lösung kooperativ finden. Dankeschön. Vielen Dank. Spricht jetzt der Kollege Michael Große-Brömer, CDU-CSU-Fraktion.